Willkommen in Athen zum Semifinale des Eurovision Song Contest. Einen schönen Abend wünscht Peter Orban. Nach dem Gewinn der Fußball-EM nach erfolgreichen Olympischen Spielen war der Gewinn des Grand Prix das Ereignis, auf das Griechenland sehnsüchtig gewartet hat. Und standesgemäß werden wir mit einem lustigen Medley von Eurovision-Hits begrüßt, die zum Mythos beigetragen haben, aufgeführt von griechischen Göttern. Jim, he's gone. Hey, Leute, hol, Leute, tanzt, Leute, so wie immer.
Love shine a light in every corner of my heart. Let the love light carry, let the love light carry. Eine kultige Parade von Hits nicht ganz ernst gemeint und Shine a Light mit unseren Gastgebern Maria Menounos und Psykis Rouvas. Good evening, Europe! Bonsoir, Europe! Kalispera! Welcome to the 51st annual Eurovision Song Contest. Bienvenue au concours Eurovision. Maria ist eine sehr erfolgreiche amerikanische Schauspielerin und Fernsehjournalistin griechischer Herkunft. Und Psykis ist Griechenlands Topstar. 2004 selbst Dritter beim Eurovision Song Contest. Hier ist das Semifinale 2006 live aus der Olympia Basketball Arena in Athen. It's great, isn't it? As you saw from our opening act, we've been trying to win this contest for ages. Die Griechen haben es lange versucht. Im vergangenen Jahr ist es mit Elena Paparizou endlich gelungen. Zum dritten Mal findet ein Semifinale statt. Und da streiten heute 23 Länder um 10 Startplätze. And we're going towards a magnificent show. And it will be magnificent. Not only because everyone who worked for it gave you the role, because we're gonna have 23 beautiful songs from 10 Startplätze fürs Finale am Samstag und Sie können mit abstimmen, obwohl Deutschland heute Abend noch nicht dabei ist. Und bleiben Sie dran, genießen Sie die bunte Eurovision-Welt, denn einige bemerkenswerte Auftritte werden wir am Samstag im Finale wohl nicht wiedersehen. Das sind nun die 23 Songs und Sie können sich schon die Telefonnummer merken. 01372-0201 und dann hängen Sie die zweistellige Endziffer Ihres Favoriten an. Und wenn Sie per SMS abstimmen wollen, dann tippen Sie die zweistellige Endziffer als SMS-Botschaft in Ihr Handy und schicken uns die Botschaft an die Kurzwahlnummer 240100. Song Contest starts right now. Und los geht's. Vor den Songs sehen wir kurze Filme mit Szenen und Bildern aus Griechenland. Das Meer, Strände, Inseln, alte und neue Gebäude, Stadien, Ruinen, Museen und Menschen. Es wurde an nichts gespart, um Griechenland im besten Licht erscheinen zu lassen. Die größten Werbeagenturen, die bekanntesten Werbefilmer und Komponisten machten sich ans Werk. Zum ersten Mal ist Armenien, das Land am südlichen Kaukasus, dabei und hat gleich das Pech, als erster starten zu müssen. Zur Premiere kommt der populärste Sänger des Landes, Andrei. Für Armenien, Without Your Love mit Andrei. Should I die without you?
without your love? Should I fall, should I fly without your love? All I can is only living for you, living for you. What I lose, what I find without your love? What I say, what I hide without your love? What I have in my mind without your love? Tell me what I have to do. Fly with me, take my wings and dream of where the stars will lead to the heavens' way. Für Armenien, für André. Und da haben die Armenier beim allerersten Auftritt aber schon viel davon angeboten, was man beim Eurovision Song Contest an Klischees anscheinend so braucht. Auffallende Kleider, siehe die Kutte, spitze Schreie oder die Choreografie mit Bändern und Fesseln. Ein fesselnder Auftritt, das hatten wir auch schon mal. Zum zweiten Mal sind die Bulgaren dabei. Sie erreichten beim Debüt in Kiew nur den 19. Platz im Semifinale, müssen also diesmal nochmal ran. Den zweiten Versuch macht Mariana Popova. Ihr Song heißt Let Me Cry für Bulgarien. Let me cry. What if you are it too?
Hier wurde ja heftig lamentiert. Und ob dieses Klageglied den Weg ins Finale weist, wir werden es sehen. Der nächste Starter auf der Bühne, die an ein griechisches Amphitheater erinnert, kommt aus Slowenien. Aber zuvor wieder Bilder aus Griechenland. Samstag ist sehr hart. Hier ist das Semifinale des Eurovision Song Contest in Athen, Slowenien. You came to me one night, just like a ray of light. I thought it would be forever. Now, it's so clear to me, I'm part of history, you're leaving me in sorrow, so deeply, so badly, you're hurting me. Mr. Nobody, wird er da bleiben? Jedenfalls in Europa. Das war so eine der Euro-Dance-Nummern, die sich alle ähneln und bei der der Choreograf wieder alles gegeben hat. Sie sollen aber die besten Songs wählen. Jetzt zum ersten der europäischen Zwergstaaten zu Andorra. Gesungen wird wieder in Katalan, und zwar von der jungen Jenny, für die das alles etwas schnell gekommen ist. Vor 3 Wochen hat sie noch im väterlichen Café gekellnert. Dort wurde sie auch als Sängerin entdeckt, eine Cinderella-Story. Für Andorra, Jenny mit Sense Tu. Yeah.
Der Auftritt von Jenny aus Andorra. Auf das Fernsehballett hätten wir aber verzichten können. Und Papa hat den Laden heute sicher voll, hat vielleicht noch einen extra Fernseher aufgestellt. Nach dem Debakel im letzten Jahr mit einer älteren Popdiva versucht es Weißrussland diesmal mit einer jüngeren, äußerst ehrgeizigen Sängerin. Paulina Smolova hat viele Gesangspreise gewonnen, aber auch schon das Studium der Kunst und Kultur an der Uni abgeschlossen und fragt gleich Mama um Rat. Paulina Smolova für Weißrussland. Mann.
Rock'n'Roll à la Weißrussland. Und wieder wurde getanzt, bis die Sohlen rauchen und alle Jazz-Dance-Klassen neidisch werden. Gegensätze sind das Salz in der Eurovisionssuppe. Gleich kommen traditionelle Klänge aus Albanien und man staune, 6 Männer, aber erst 10 aus Griechenland. Sänger alt, aber wie gesagt, er ist nicht allein. Luis Eli Sjarev Tochter, kaltes Feuer. Hier ist das Semifinale des 51. Eurovision Song Contest 2006 in Athen. Und das war auch Popmusik aus Europa, aus Südosteuropa, mit Dudelsack und Trachtenhüten.
Und Sie bestimmen mit, wer von diesen Kandidaten ins Finale am Samstag kommt. Jetzt kommt gleich ein großer Star westeuropäischer Popmusik. Belgien möchte raus aus dem Semifinale und schickt mit Kate Ryan seine erfolgreichste Sängerin. Die 26-Jährige hatte 2003 in ganz Europa und auch in Deutschland Top-Hits, unter anderem mit Désenchanté. Hier für Belgien Kate Ryan, Je t'adore. Welches man nehmen soll. Sie heißt eigentlich Katrien Verbeek, ist in Flandern geboren und hatte auch ihre ersten Auftritte in Papas Café, damals noch ohne Windmaschine. Gleich etwas ganz Spezielles, der 1000. Song in der über 50-jährigen Geschichte des Eurovision Song Contest. Und die Ehre gebührt Irland, rein zufällig aber verdient. Nachdem der irische Talentschuppen im vergangenen Jahr kläglich versagte, wählte das irische Fernsehen einen Mann mit Namen und Erfahrung aus. Einen der bekanntesten Sänger und Songschreiber im Lande, Brian Kennedy. Kennedy war 6 Jahre mit Van Morrison auf Tournee und nahm zahlreiche Alben mit ihm auf, spielte mit Bob Dylan oder Ray Charles und in seiner Zeit als Star des Musicals Riverdance in New York auch mit Bill Clinton. Brian Kennedy für Irland mit der eigenen Ballade Every Song is a Cry for Love. A cry for love, every voice
Every Song is a Cry for Love. Zwei Romane hat der Mann auch noch geschrieben und begleitet wurde er von Callum McCall, selbst bekannter Songschreiber und Produzent und Bruder der zu früh verstorbenen Sängerin Kirsty McCall. Der Eurovision Song Contest ist das größte Fernsehmusikevent der Welt. 1000 Musiker und Begleiter aus 37 Ländern, fast 2000 Journalisten erfordern eine riesige Organisation. In Athen wird diese zum großen Teil von freiwilligen Helfern mitgetragen. Viele von ihnen waren schon bei den Olympischen Spielen vor 2 Jahren aktiv. 500 sind es diesmal, die Urlaub genommen haben, um zu helfen. Am Flughafen, beim Transport, in der Olympiahalle, im Pressezentrum und in den Hotels. Für die Griechen ist dieser lang ersehnte Eurovision Song Contest im eigenen Land eine nationale Angelegenheit und das wichtigste Ereignis des Jahres. Auch wir, die deutsche Delegation mit Texas Lightning, profitieren von der Arbeit der Freiwilligen die gesamte Woche in Athen über. Heute Mittag gab es übrigens einen Empfang in der deutschen Botschaft mit Hunderten von Gästen. Texas Lightning spielten ein kleines Konzert im Garten der Botschaft. Griechenland ist scharf auf Country aus Deutschland. Generell sind die positiven Reaktionen aus allen Ländern auf No No Never einfach überwältigend. Auf den Samstag können wir wirklich gespannt sein. Und weiter auf der Bühne hier in der Olympia-Basketballhalle in Athen mit unseren Gastgebern. Nein, da ist eine kleine Änderung, aber wir machen eben dann gleich weiter. Weiter mit Zypern. Weiter mit Griechenlands Lieblingsnachbarn.
das sich nicht nur auf die Stimmen aus Griechenland, sondern auch auf eine junge Sängerin griechischer Abstammung verlässt. Geboren und aufgewachsen ist Annette Artani aber in New York, hat als Sängerin mehr von Aretha Franklin als von Nana Mouskouri gelernt und als Backing-Sängerin von Britney Spears die Welt bereist. Bei Britney zu Hause in Hollywood schrieb Annette zusammen mit der Chefin sogar einen Hit, Every Time. Hier ist sie, Annette Artani, When Angels Cry. Für Annette Artani, eine mächtige Gospel- und Soul-Ballade für Zypern. Das Fenster geht wieder auf und wir schauen auf die griechische Küste. Und von da geht's gleich nach Monaco. Severin hieß 1971 bisher die einzige Siegerin für Monaco. Ist es ein gutes Omen, dass 2006 das Fürstentum eine Sängerin mit dem gleichen Vornamen schickt? Severine Ferrer stammt von der französischen Insel La Réunion, lebt und arbeitet aber seit 1991 in Paris als Sängerin, Schauspielerin und kürzlich sogar als Romanautorin. Ihr Song La Coco Dance ist in Französisch und Polynesisch. Der Tanz um die Kokosnuss klingt für den Kleinstaat reichlich exotisch. Et viens danser. Si t'as l'amour en mille morceaux,
Monaco, La Coco Dance. Was soll uns dieser Song nun sagen? Südseetänze aus Monaco. Wenigstens gab es endlich mal zur Abwechslung etwas für die Damenwelt zu sehen. Makedonien schickt einen erfolgreichen Nachwuchsstar. Elena Risteska ist 20 Jahre alt und studiert dazu noch Italienisch und Literatur. Ihr Songtitel Nina Naina ist weniger literarisch und bedeutet rein gar nichts. Makedonien. Hängen bleibt der Song nicht und wieder wurde gehüpft und geturnt. Sportgymnastik wird wohl Elenas drittes Studienfach sein. Für Makedonien, Elena Risteska. Für Polen kehrt Michal Wisniewski mit seiner Band Ich Troje in den Songcontest zurück. 2003 belegte er mit Keine Grenzen in Riga einen hervorragenden 7. Platz. Wisniewski, der in Deutschland aufgewachsen ist, wurde in Polen zum Superstar. Ich Troje sind auch diesmal wieder fast ein polnisch-deutsches Gemeinschaftsprojekt. Der Song Follow My Heart stammt vom Dresdner André Franke, wird teils in Deutsch gesungen und dazu rappt auch noch der bekannte deutsche Rapper Real McCoy in Englisch und Spanisch. Ich Troje für Polen. Follow my heart.
So come on, get your love and toma mi gasolina. Raz mówi, dotknąć choć rąk. Złożę w nich prośbę, by spotkał się wzrok. Bije w twe oczy namiętność i chęć. Dotrę do serca, czy chcesz? I follow my heart and one day I can fight the way that I feel about you by my side. Let me be with you now, I know it's alright. To follow my heart, cause our love is the Vendetta, I wanna have it all, candela. So come on, get your love and throw my gasolina. Es ist so einfach, die Wahrheit zu sehen. Ganz ohne Worte, die andere verstehen. Ein Herz, das liebt, kann alles verzeihen. Es lässt dich doch niemals allein. Die Sierze, was du scheinbar wirst. Und die Musen, eine symbolträchtige, bedeutungsschwangere Performance von Ich Truje. Kommt sehr gut an hier in Athen. Sie sehen das Semifinale des 51. Eurovision Song Contest mit Bildern aus Griechenland. Und gleich ein Jungstar aus Russland. Der heute 24-jährige Dima Bilan kam aus der tiefen Provinz mit 18 nach Moskau, hatte morgens Gesangs- und Schauspielunterricht und jobbte abends für seinen Lebensunterhalt, die harte Schule. Mittlerweile hat er es geschafft, wurde 2005 von MTV als bester Performer und bester Schauspieler ausgezeichnet. Dima Bilan für Russland, Never Let You Go. Heavy clouds of rain, and every month causes pain. Ready keys but no love, I feel I'm torn in half. But I look but no heat, it's not you really need. Baby, now what's happened with us? We are dancing on broken glass. Can't stand no more. Never, never let you go. You are the one I'm searching for. Sweet music for no one. Closer with but no more. Got your pen, we forgot to bow. Baby, now what's happened with us? We are dancing on broken glass. Can't stand no more. Never, never let you go. You are the one I'm searching for. We have before, soul on my soul, blood on my blood.
yeah, there's no broken glass. Can't stand it no more. Never, never let you go. You are the one I'm searching for. Flesh on my flesh, bone on my bone. Love's carrying it in the stone. Never, never let you go. With all of this we have before. Soul on my soul, blood on my blood. Love's carrying it in my heart. Never, never let you go. You are the one I'm searching for. Rosendame im Flügel ohne Unterleib. Das erinnert ja fast an David Copperfield. Dima Bilan für Russland. Nachbarn der Griechen, die Türkei, versucht es in diesem Jahr wieder mit westlicheren Tönen. Sibel Tüzün ist seit 15 Jahren im Geschäft, hat ihren Song auch selbst geschrieben und sie ist Mutter einer Tochter und fährt als Hobby, aber mehr als Hobby, als Co-Pilotin Rallyes. Sibel Tüzün mit Superstar. Hazır mısın? Bırak durmadan aksın duygun. Gözlerini kapat, yürüyün olsun. Işığın aydınlatsın. Superstar!
Nebil Tüzin's Superstar. Da denkt man, die Türkei habe sich mal voll auf den 70er-Jahre-Disco-Sound eingelassen. Da kommt doch noch die unvermeidliche Bauchtanzeinlage. Aber super erfolgreich. Wie schnell sich die Zeiten ändern. 2005 trat die Ukraine im Schwange der Orangenen Revolution mit einer Schar Politrappern an, die lauthals die politische Freiheit beschworen. 2006 kommt eine mit militärischem Drill geschulte Sängerin, die für das Lieder- und Tanzensemble der ukrainischen Armee auftritt und damit schon sogar die Truppen im Irak und im Kosovo erfreute. Nebenbei studiert sie Logistik für Flugzeugbau. Sie heißt Tina Karol. Ihr Song Show Me Your Love. Für die Ukraine, das zackige Funkmariechen und die Tänzer im Kosakenlook. Es passt alles zusammen. Wen stört's, dass der Song stark an My Number One erinnerte, den Sieger von 2005. So, nun zu etwas ganz anderem. Finnland ist ja eher für Misserfolge beim Grand Prix bekannt. Jetzt soll die Schocktherapie helfen. Und man bedient sich bei der sehr aktiven finnischen Heavy-Metal- und Hardrock-Szene. Wenn's das musikalisch nur wäre. Aber die Herren mit Dame der Band Lordi sehen auch noch extrem unappetitlich aus. Brauchen Stunden in der Maske, um realistisch wie Horrorfiguren einer Fantasy-Welt zu erscheinen. Zart beseitete Seelen und kleine Kinder sollten vielleicht jetzt besser in den nächsten 3 Minuten die Augen zumachen oder den Raum verlassen, wenn sie nicht schon schlafen. Denn hier kommen Lordi, die Horrorschocker aus Lappland, mit Hardrock Halleluja für Finnland. Hard Rock Hallelujah. Hard Rock.
chains are crippled on this sinner's night. Lost are the lambs with no guiding light. Walls come down like thunder, the rocks about to roll. It's the apocalypse, now bear your soul. All we need is lightning with power and might, striking down the prophets of fools. And as the moon is rising, give us the sign. Now let us rise up in all. Rock and roll angels, bring thine heart, rock hallelujah. Humans and angels, only one have a right. Rock and roll angels, bring thine heart, rock hallelujah. God's creation, supernatural high. High! The true believers, thou shalt be saved. Brothers and sisters, keep strong in the faith. On the day of reckoning, it's who death wins. And you will see the Joker soon will be the new kings. All we need is lightning with power and might, striking down the prophets of fools. And as the moon is rising, give us the sign. Now let us rise up in all. Rock and roll angels, bring thine heart, rock hallelujah. Demons and angels, only one have a right. Rock and roll angels, bring thine heart, rock hallelujah. God's creation, supernatural high. High! Wounds on my back, I got horns on my head. My fangs are sharp and my eyes are red. Not quite an angel or the one that fell. Now choose to join us or go straight to hell. Hard rock, hallelujah. Hard rock, hallelujah. Hard rock, hallelujah. Hard rock, yeah. Rock and roll. Bring thine heart, rock hallelujah. Demons and angels, only one have a right. Rock and roll angels, bring thine heart, rock hallelujah. God's creation, supernatural high. Hard rock, hallelujah. Lordi für Finnland mit Hard Rock Hallelujah. Das ist nun wirklich Geschmackssache, aber über 40% der finnischen Zuschauer wollten, dass diese Truppe ihr Land beim Song Contest vertreten soll. Mal sehen, ob der Horrortrip am Samstag im Finale weitergeht. Das können Sie mitentscheiden. Aber hier sind sie wieder. Sakis Ruvas und Maria Menounos im Green Room, wo die Künstler sich aufhalten. All the participants come off of stage after they've performed and relax a little bit, right, Sakis? They what? Entspannen kann man sich da wahrscheinlich doch nicht, denn das Semifinale ist fast spannender als das Finale. Kommt man weiter oder nicht? You should know, right? I know, I know. What were you like back then when you competed? Oh my God, I could hear my heart beating. Sakis erinnert sich an seine Zeit, als er 2004 in Istanbul dabei war und Dritter am Ende wurde. Interesting. How does that go? I was shaking all over the place, you know? Shake, 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 hieß sein großer Hit damals, also er schüttelte sich. Rather than a participant? Oh no, I didn't say that, did I? I don't know, I'm just asking. So, we have behind us so many performers that have done an amazing job tonight. Let's go to them and see how they feel, huh? How are you guys doing? Beste Stimmung hier. Are you nervous? You see, people here are so excited. How are you guys? Yeah, having a great time. A perfect time. Who could be nervous? Over here. How does she feel? How are you doing, guys? Best time and best people, best singer. Yeah! Das war eine klare Aussage aus Russland. Magical. Aus Monaco. Aus Armenien. All right. Es wird nicht so richtig deutlich. Right, Let's Aber Hauptsache, man schwenkt die Fahnen. Weiter geht's. Aber da sind sie Did wieder. Play? Hey. Oh, we're still here. Yes.
Sie wollen nochmal erinnern an das Voting, nämlich an die Telefonnummern, die Sie natürlich auch sich merken sollen. In Deutschland die Nummer 01372-0201 und dann hängen Sie die zweistellige Endziffer Ihres Favoriten ein. Beim SMS ist es so, die Botschaft ins Handy schicken, die Endziffer, die zweistellige und dann an die Kurzwahlnummer 40100. Jetzt wieder Bilder aus Griechenland und Erholung am Wasser und am Meer. Und Erholung mit einem überraschenden, ungewöhnlichen Beitrag aus Holland, Treble. Ein Trio mit der 30-jährigen Caroline Hoffmann und den 18- und 20-jährigen Schwestern Jem und Nina van Dijk. Die Gitarre und allerlei Trommeln bedienen und dreistimmig Songs singen, die man früher internationale Folklore genannt hat, als es den Begriff Weltmusik noch nicht gab. Wenn Sie gleich kein Wort von den Texten verstehen, liegt das nicht an Ihnen, sondern daran, dass Treble in einer eigenen Kunstsprache singen und damit in ihrer Heimat schon echte Charterfolge erreichten. Amambanda. Treble mit Amambanda. Wenn Sie sich oft in den Fußgängerzonen von Amsterdam, Utrecht oder anderen europäischen Städten aufgehalten haben, haben Sie Treble vielleicht schon live gesehen. Angefangen haben Sie mit Straßenmusik. Die Skurrilitäten hören nicht auf. Jetzt folgt passend zum WM-Jahr eine Art Fußballhymne, gesungen von den 5 führenden Rocksängern Litauens, die sich unter dem Namen Litauen United, kurz LT United, zusammengetan haben. Nur tönen sie nicht von einem Fußballtriumph, sondern vom Triumph beim Eurovision Song Contest. Da bleibt einem fast die Spucke weg.
LT United, we are the winners. We are the winners. We are, we are. We are the winners. We are, we are. Go! We are the winners of Eurovision. We are, we are. We are, we are. We are the winners of Eurovision. We are, we are. We are, we are. So you can go. Rumpelfußball, das war Rumpelmusik. Unglaublich, das gab es auch noch nicht. Ein Land erklärt sich im Wettbewerbssong zum Sieger. Mal sehen, ob das gut geht. Fische, Meer und Strände. Dafür ist neben Griechenland natürlich auch Portugal berühmt. Weniger für erfolgreiche Grand Prix-Songs. Jetzt hat man in Portugal das meistgekochte Erfolgsrezept der Song Contest-Geschichte wieder aufgewärmt. Den fröhlichen Abtempo-Song à la ABBA oder Bobby-Songs. Es singen nonstop Coisas de Nada. For a while, and everything waits when you dance in your style. Não digas nada, somos livres de ficar. Não estragues a noite com coisas de nada. Juntos, tão juntos, os dois pela noite. For a while, and everything waits when you dance in the style. Deixa as lágrimas também.
podes rir. Está tudo aí, guardado dentro de ti. Dançar na noite, esquecer o tempo, ouvir a música, chamar outra vez. For a while, and everything waits when you dance in the style. Gonna make you dance, gonna make you smile. I make you stop thinking sad things for a while, and everything waits when you dance in the style. Für Portugal nonstop, glücklicherweise nicht. Lauwarme Grand Prix-Suppe und dann noch diese Kostüme. Die müsste man dem Designer anziehen und damit auf die Straße schicken. Ob wir das im Finale wiedersehen wollen, können Sie entscheiden. Bitte rufen Sie gleich an. Jetzt kommen noch vier Songs. Vom Verschnitt zum Original, zu Carola aus Schweden. Dort ein riesiger Star seit über 20 Jahren. Zweimal startete sie für Schweden im Eurovision Song Contest. 1991 gewann sie. Diesmal müssen die großen Schweden durchs Semifinale. Aber selbstbewusst ist Carola. Ihr Song heißt Invincible, unbesiegbar. Carola für Schweden.
der Startnummer 20 für Schweden, die fast 40-jährige Carola Häggkvist. Ein super Profi mit einer echten Grand Prix-Hymne inklusive Fahnenballett. Und Schweden sind natürlich begeistert. Und wieder Bilder aus Griechenland, Ruinen und neue Bauwerke. Musikalisch bleiben wir aber auf derselben Schiene. Hier kommt gleich die schwedische Hymne Version 2, aber diesmal für Estland. Eine internationale Jury wählte beim Vorentscheid die Schwedin Sandra aus, die davor noch nie in Estland gewesen war. Publikumsliebling Ines blieb nur der zweite Platz. Und dieser Song soll es für Estland richten. Through My Window, Sandra. This road going nowhere. I'm alone, but you're gonna be right here. Show me, baby. This road going somewhere. All alone, I have to hold on to go on. I'm looking through my Eurovisions-Barbie aus Estland. Mal sehen, ob die schwedische Erfolgskarte für Estland sticht, denn Sandra ist ja eigentlich Schwedin. Wir haben ja heute Abend lange keine Balkanklänge gehört. Gleich kommen sehr verträumte, sehr schöne. Aber zuerst schöne Bilder aus dem Gastgeberland. Bosnien entsendet seinen größten Star, Hari Matahari, seit über 20 Jahren einer der bekanntesten Sänger des ehemaligen Jugoslawien. 12 Alben hat der Mann unter dem exotischen Namen gemacht und 5 Millionen davon verkauft. Aber noch wichtiger ist der Name des Komponisten, Zeko Joksimovic, selbst Topstar und Zweiter beim Grand Prix 2004. Für Bosnien, Hari Matahari, Leila. Thank you.
jetzt sa mnom zdišeš, gdje si od mene sakrivena. U kosu stavi rusmarin i jedan cijet kraj šadrana. Vejla, zar bi mogla ti voljeti. Ako te sutra zaprose, znaj da mo neću biti ja. Bosnien-Herzegowina, Leila. Mir sagte ein Journalist aus dem Südosten Europas, dieser Song öffnet das Herz des Balkan. Und ich glaube, das kann man nachvollziehen. Noch ein Song fehlt beim Semifinale des Eurovision Song Contest 2006 in Athen. Und das wird ein schrilles Finale. Augusta Eva Erlandsdotter war eine erfolglose Schauspielerin, bis sie für eine Fernsehserie ein extrovertiertes, überdrehtes und extravagantes Wesen kreierte. Sylvia Knight nannte sie diese Figur. Die Reaktion auf die Abenteuer der Sylvia Knight waren gigantisch. Auch als sich die Dame um den Platz beim Song Contest bewarb. Bei 300.000 Bewohnern Islands wurden 120.000 Anrufe gezählt. 70.000 allein für Sylvia. Und die erscheint hier gleich mit allen Tricks und Schrägheiten, die man in 3 Minuten packen kann. Glückwunsch, congratulations, Sylvia Knight für Island. Yeah.
Sylvia Knight für Island. Ein bestimmter, großer Bestandteil des Publikums ist hingerissen. Aber überkandidelter geht's nicht mehr. Turmfrisur, Fummel, Masken, Gimmicks und Männer in Hotpants. Die lebende Comicfigur. Nur davon wird ein Song nicht besser. Das waren die 23 Starter. 10 kommen ins Finale, für das schon 14 qualifiziert sind. Die 10 Besten von Kiew 2005 und die großen Geldgeberländer Großbritannien, Frankreich, Spanien und Deutschland. All right, that was 23 songs, 23 countries, only 10 tickets to the final. How do you feel, everybody? Maria Menounos und Saikis Rouvas wieder hier in der Basketball-Arena in Athen. So are we. Ladies and gentlemen, it's about time that you give your vote to your favorite song. Und nun müssen Sie abstimmen. Wenn Sie per Telefon abstimmen wollen, dann wählen Sie die Rufnummer 01372 0201 und hängen die zweistellige Endziffer Ihres Favoriten an. Mit SMS können Sie so abstimmen. Sie tappen die zweistellige Endziffer Ihres Favoriten als Botschaft ein und wählen die Kurzwahlnummer 40100 und schicken die Botschaft an. Diese Nummer. 10 Minuten haben Sie. Und die Endziffern werden gleich nochmal im Schnelldurchlauf eingeblendet. Da steht links eine Sanduhr, die von zwei Sportlern in Gang gesetzt wird. Zwei Goldmedaillengewinner der Olympischen Spiele, zwei griechische Sportler sind hier, eine Seglerin und ein Turner. Turn the sand glass over. Mesdames et messieurs. They're gonna Ladies and gentlemen, are you ready? Are you guys ready? Vous êtes prêts? Europe. Start voting. Come on, guys. Und Come jetzt guys. Können Sie anfangen zu wählen. Now. An die Telefone und an die Handys, um SMS abzuschicken. Die Sanduhr läuft. Und die Uhr links unten, da sehen Sie noch 9 Minuten 50. Jetzt sehen wir einen Schnelldurchlauf der 23 Songs von Nummer 01.
superstar. Ihr schafft ihn, ganz schön das Superstar. Ihr seht ihn, also bin ich mal zu wenig. Rock and roll angels, we done hard rock, hallelujah. God's creation, supernatural. Of Eurovision. Das Lag ist anointed, go boys, it's another. Gonna make you dance, gonna make you smile. I'll make you stop thinking sad things for a while. And everything waits for you to make you inside. Dance. Der Schnelldurchlauf. Bitte rufen Sie an. My goodness, are they great? What do you think? 3 Minuten 46 Sekunden. I know someone else is great too, though. Und hier nochmal die Nummern eingeblendet. I do. I have careful, to say. You can't tell. I know, I know. But you know, having not seen you perform at Eurovision before, I'm going to ask you. Maria möchte nun eines. Sie möchte Saikis Ruvas singen und tanzen. Sehen, weil sie ihn ja nicht beim Eurovision Song Contest erlebt hat. Sie lebt in Amerika. All right. Good luck. Oh my God. Lässt er sich bitten? Griechenlands Topsänger, der Popstar Nummer 1. If you need me, I'm here. Don't go far.
Ein wirklich schöner Titel von Psykis Rouvas, unserem heutigen Gastgeber, aber eigentlich eben Griechenlands Popstar Nummer 1. Auch Maria meint, er wäre ein Gewinner. At least now I can say I've seen you perform at Eurovision. You never? At least now I can say I have. You did. He was great, wasn't he? I think so, and I must say, this being my first Eurovision, I'm having an amazing time, and thank you all for your amazing energy. We have a few seconds left. Sie genießt es, sie hat das noch nie erlebt, sie lebt in Amerika, wie gesagt, und vielleicht erleben wir bald einen amerikanischen Wettbewerb. Do you want to count down with us? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt ist die Zeit vorbei. 10 Minuten sind weg und es kann nicht mehr angerufen werden. Europa hat sich entschieden, welche 10 Starter ins Finale am Samstag kommen. Süß, ihr Sender rutscht raus. Und der nette Mr. Rouvas repariert das. Jetzt werden die Stimmen ausgezählt und wir sehen eine Tanzperformance, die antike Tänze und Mythen mit modernen Bildern verschmelzt. Regie und Choreografie hat Phokas Evagelinos. Die Musik stammt von Giannis Markopoulos und Dimitris Papadimitriou. Thank you.
Beeindruckende Bilder und Klänge. Das Ballett beim Semifinale des Eurovision Song Contest 2006 in Athen. Weiter geht's mit Maria und Saikis. Here we are again. And now it's time, guys. Now is the time to find out the 10 songs. Bald ist es soweit, dann wissen wir, welche 10 Songs weiterkommen. I want you all to know a few things. Some important things. Like? Ready? Like what? Like 15 of the 23 participants in tonight's show have never won. 15 von den 23 Teilnehmern heute haben noch nie gewonnen. 5 haben einmal gewonnen. 2 Schweden und die Niederlande haben 4-mal gewonnen. And the biggest winner of Eurovision has been Ireland with 7. Und Irland natürlich mit 7 Siegen. An der Spitze immer noch. Do you understand how torturing it is for a singer and all of them back in the green room when they're waiting for the results and you talk statistics? It's know, but die Spannung steigt natürlich besonders im Green Room und sie erzählt Statistiken. Jetzt vielleicht die Ergebnisse. Aber zunächst lernen wir noch mal die 14 Qualifizierten für das Finale kennen. Denn, wie ich schon vorhin sagte, 10 sind qualifiziert, die 10 Besten aus Kiew und die 4 großen Länder. Hier sind die, die schon feststehen. Quand vint le ciel se rappelle.
war der Schnelldurchlauf der 14 qualifizierten Länder fürs Finale. Und an Nummer 8 wird Deutschland starten. Und Texas Lightning sind hier sehr, sehr beliebt. Ein Song, auf den wir wirklich stolz sein können. Wann hatten wir schon mal eine aktuelle Nummer 1 als Starter beim Eurovision Song Contest? Was hat er da in der Hand? Natürlich DVD und CD. CD gibt schon, DVD natürlich noch nicht. Von diesem großen Ereignis, dem größten Musikevent der Welt. Und nun kommen die Ergebnisse und da sehen wir wieder die hart arbeitenden Freiwilligen. Diesmal ist die Arbeit etwas leichter. Ein großer Umschlag mit den 10 Namen der Länder, die weiter ins Finale kommen. Who's ready for some results? I thought so. Come on, honey, this for you. What do I have in my hands? Don't you wish you had that on your night? Große Spannung auch hier neben uns, denn die finnischen Kollegen sitzen neben mir. Wenn die lauter werden gleich, dann wissen sie warum. So, how many do you want? Who's sweating? Who's shaking? How many do you want? Übrigens sind die gesamten Anrufe nach Köln gegangen, dort gezählt worden, wieder zurückgemeldet worden, nach Athen und kontrolliert worden. Also da kann nichts schief gehen. I can't hear you. Which country should I pick? Why don't you take some I'm gonna of take them. This yeah. one, these, and that. You can have some. Okay, thanks. 1, 2, 3, 4. Große Spannung im Green Room. All right, look at everybody in the green room having so much fun. Everybody's excited. Are you ready for the results? Let's mix them up a little bit. Looks like everyone in the green room's ready. All right, the first. Ooh, these are sealed good. Do you want to do it first? I mean, well. You want to do the first one? I do. Can I? Okay. All right, the first country will take place number 10 on the final. Yes, you have good vision. The first country to make it to the final is Russia. Russland wird starten an Start Nummer 10 am Samstag im Finale. Look at him celebrating. Look at him. Congratulations, Russia. Good job, guys. You worked hard. Okay, good. Now we're going for place number 11 on the final. Yeah, let me open this envelope here. Former Yugoslav Republic of Macedonia. Donnerwetter. Die Republik Makedonien. I think they're just a little excited in there. Das ist sicherlich eine Überraschung. Right. That's number 11. Number 13 in the final will be Bosnia and Herzegovina. Bosnien-Herzegowina. Leila, das war fast zu erwarten. Congratulations. You know, Maria, I'm not gonna... many left. I got 3 left. How many do you have? 1, 2, 3. Oh, you got a lot. Oh, yeah, but it's my turn. So wait. I might let you choose which one I will open. Okay, I like that. Two. I like this one because this one's a different way, in a different position. Take this one. Okay. Maybe it's your country. Maybe? Who do you want? Who do you want? Oh, I don't know. I think they're saying Portugal, Cyprus, and a bunch of other countries. So number 14 in the final will appear. Lithuania! Haut mich jetzt um. Der Fußballsong We Are the Winners geht ins Finale. Europa versteht Ironie. Some strong reactions. All right. The next country to advance to the final and take the position of number 17 will be
Finnland schafft es auch und neben mir knallt und schreit es. Die Finnen sind eine laute Nation und hier sehen wir auch warum. Aber da können sie sich freuen. Rock'n'Roll, Halleluja. Und wir sehen die Monster wieder im Finale. You're scaring us. Only 5 countries left to advance on the final. Look at everyone. Are you nervous in there? I wonder if they can hear us. Can you hear us, guys? Oh. No. They're just waiting. So what were you? Okay. What were you thinking when you were waiting in there? I want to know. I told you I was shaking all over the place. Do it again. So next country will take number 18 on the final will be Ukraine. Die Ukraine hat's geschafft mit Tina Karol. An Start Very Nummer 18. Stuff. Did you guys have fun in this show? That's what we want to hear. All right, the next country to advance to the final. It will perform in the 21st slot. I saw that. A country that's been there many times. Ireland! Irland hat es geschafft. Das ist doch schon eine kleine Überraschung. Denn in dieser Reihenfolge hier ist eine so, hat es so eine Ballade sehr, sehr, sehr schwierig. Brian Kennedy im Finale an Start Nummer 21. Thank God he's right. That's what he just said. And Ireland took the 21st position. Now we have 22, 23 and 24 to fill up. How many does that make? Three left. Three left. Only I got three. One. Only three left. Only three left. Next country will take place number 22 on the final. It's going to be. Ooh. They're gonna love it. Look at them. Look at them. Watch them. Sweden. Schweden hat es wow. geschafft. Carola Häggkvist im Finale an Start Nummer 22, ein sehr guter Platz. We love you too, guys. Sicherlich große Chancen. This is really such an amazing show. You know, Maria, I have the chills. I need to tell you, now this is the most crucial time. This is the most crucial and exciting time because look at how many people still waiting to be advanced and there are only 2 left. I can see everyone waiting over there. Yeah. Hello. Yeah. I wish All right. we could just put everybody on the final. If it was possible in a perfect world, everybody would, but I have one left. I'm going to read mine next. Maybe it'll be your lucky one. Which one do you want? Portugal? We have Portugal, we have Turkey. Who do you want? Oh my gosh. All right. I got my last country, and Saki says the final one. The 23rd country to perform in the final will be Turkey. Die Türkei. Sibel Ütüzün mit Superstar yes. hat es geschafft. Congratulations. I love to see those faces. Look at them. Amazing. Oh, Riesenjubel. Amazing. Congratulations. Look at them, how happy they are. Huh. Wow, wirklich sehr, sehr spannend, wer jetzt der Letzte ist. One es left. Warten noch einige große Kandidaten. Who will it be? Oh my goodness. We see Turkey celebrating still. Who else is celebrating right now? I saw Finland. I saw Russia. Guys. Last country. Guys, one more to go. Oh, one more to go, I know. I now know you it's have hard. The pressure. I know it's hard. Only one to go. Yes, guys, it's not up to me, I swear to God, it's not up to me. I would take you all to the finals. People are waiting. Oh, God. I'm nervous for you guys. Look at how many there are. Okay. Ooh, I saw. Number 24 on the final. It's going to be Armenia.
Das ist nun wirklich eine Überraschung. Armenien an Startnummer 24. Und da haben es einige nicht geschafft, von denen man es dachte, nämlich Zypern zum Beispiel, Belgien mit Kate Ryan. Das ist schon eine große Überraschung. Puh, Slowenien, Bulgarien, viele Länder müssen wieder auch nächsten Jahr ins Semifinale. Russland, Makedonien, Bosnien-Herzegowina, Litauen, Finnland, die Ukraine, Irland, Schweden, die Türkei und Armenien. Man muss schon sagen, ein südosteuropäisches Übergewicht in dieser Abstimmung im Semifinale. Puh, das war ein spannender Abend. Das Semifinale des 51. Eurovision Song Contest 2006 in Athen am Samstag. Das große Finale. Der Abend geht so los. Um 20.15 Uhr die Grand Prix Hitliste. Die besten Songs aller Zeiten mit Live-Schaltungen nach Athen. Mit einer Schaltung, einem Interview mit Texas Lightning vor der Show. Dann um 21 Uhr das Finale der Eurovision Song Contest. Und da müssen wir Texas Lightning wirklich die Daumen drücken. Dann um 0.05 Uhr die Grand Prix Party mit Live-Interviews und Reaktionen hier aus Athen. Wir freuen uns auf den Sonnabend und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Bis Sonnabend, dann ab 20.15 Uhr und hier aus Athen um 21 Uhr.